Hallo und herzlich willkommen zu Let's Do It. Heute mit dem dritten Werkstatt-Vlog. Kurz vor Weihnachten, ja, alle wahrscheinlich im furchtbaren Weihnachtsstress. Ich wollte eigentlich auch meine Weihnachtsmütze aufsetzen wie letztes Jahr. Ich habe sie aber nicht gefunden. Ich habe die ganze Werkstatt durchsucht, ich habe die ganze Wohnung durchsucht, ich habe sogar den Keller durchsucht. Ich habe keine Ahnung, wo diese Weihnachtsmütze hin ist. Aber ich denke, es geht auch ohne. Ja, wie gesagt, es gibt dafür ein paar ganz interessante Themen, die wir mittlerweile oder die ich jetzt mittlerweile hier in der Werkstatt abgeschlossen habe. Also zum einen auf alle Fälle hier die Ecke, die Verkleidung, die ganze Absaugung und. Ne? Thema French Gliedwand, beziehungsweise das, eigentlich sollte die French Gliedwand ja noch weitergehen. Warum, wieso, weshalb, erzähle ich euch später gleich in im Projekt. Ich habe hier oben die Ablage, habe ich natürlich jetzt auch bis zum Ende durchgemacht. Ich verlinke euch hier oben mal meine Absauganlage, ja, von Felder. Da habe ich einen Abgang 80er, das habe ich damals nicht angeschlossen. Das habe ich jetzt doch soweit vorbereitet, weil ich dann die Formatkreissäge hier unten doch oben auch absaugen möchte. Und deswegen habe ich das jetzt nachgeholt. Zeige ich euch, wie gesagt, auch ein paar kurze Ausschnitte zu. Wie gesagt, ich habe jetzt hier Platz geschaffen, dass ich hier durchlaufen kann. Und ich habe noch ein neues Werkstatthaustier. Das stelle ich euch auch nachher noch vor. Ich hoffe, ihr gruselt euch nicht, ja? Oder ekelt euch, wer weiß. Lasst euch einfach überraschen. Ich wünsche euch viel Spaß. Los geht's. Ich habe jetzt die alte Werkbank, Tisch, wie auch immer, nicht verschoben, sondern abgeschnitten, damit ich hier ohne Probleme durchlaufen kann. Weil, wie gesagt, die Absaugung, die bleibt eben hier stehen. Und die ist eben auch hier fest eingeplant. Wie gesagt, die ganze Verrohrung ist ja auch soweit schon fertig. Und eben der Anschluss nach vorne und nach hinten hin eben. Wie gesagt, das verlinke ich euch hier am besten oben auch mal. Guckt euch das mal an. Weil, wie gesagt, hier gibt es eine kleine Besonderheit, abgesehen davon, dass das Grundprinzip von dem Michael ist, also vom Truppi, ja, von Let's Bastel. Aber ich habe hier Druckluftblasgates eingebaut und ich kann sozusagen vorne und hinten einfach per Knopfdruck steuern. Ja. Wie gesagt, guckt euch das mal an. Wie gesagt, wirklich mega interessant und ich bin damit auch wirklich mehr als zufrieden, weil es einfach perfekt funktioniert. Gut, aber wie gesagt, zurück zu dem Tisch. Wie gesagt, ich habe den jetzt einfach nur abgeschnitten, weil wie gesagt, der kommt später ganz weg. Ja. Hier kommt irgendwann eine komplett neue Werkbank hin. Ja. Also so ähnlich wie die andere, nur eben, ich glaube, ein bisschen größer als die andere. Aber das weiß ich noch nicht, muss ich mal gucken, wie ich das alles mache. Aber wie gesagt, letztendlich habe ich das jetzt hier erstmal nur abgeschnitten und nicht verschoben. Gut. Ja, wie eben erwähnt, habe ich dann hier das 80er Loch gebohrt, beziehungsweise natürlich etwas größer und ein bisschen ungleichmäßiger. Aber das ist egal, Hauptsache ich habe den Schlauch für die Absaugung da durchgekriegt und habe das natürlich auch wieder so wie bei dem Großen gemacht, habe da wieder Folie drum gemacht, damit ich das Rohr einfach so ein bisschen schütze. Und den Bauschaum habe ich gemacht, um das Rohr, ja, in der Hinsicht auch zu schützen, damit ihm das sich nicht aufschaben kann aufgrund der Steine sozusagen. Ja. Somit sitzt das da fest drinne. Kleiner Tipp noch, wenn ihr mit dem Bauschaum arbeitet, wartet am besten, bis es ausgehärtet ist und erst dann könnt ihr es abbrechen, abschneiden, abreißen, wie auch immer. Habe ich auch gemacht, werdet ihr auch gleich noch sehen. Dass die Stahlplatten schwer sind, habe ich ja schon mal in einem Video bewiesen. Das verlinke ich euch hier oben mal. Und jetzt im Moment ist es so, ich zerschneide die einmal in der Mitte. Ich habe keinen Bock mehr. Erstens mal sind die mir zu schwer, um die hier irgendwo hin und her zu buxieren. Das heißt, ich werde die dann auf die Seite legen und dann verschwinden die erstmal hier unten an der Seite. Hier kommt ja vielleicht irgendwann auch mal noch Schränke hin. Und dann sind die einfach dahinter und dann stören die mich erstmal nicht. Ich will sie aber auch nicht wegschmeißen, weil man kann ja vielleicht immer mal sowas gebrauchen und ich kann sie einfach hier hinter dann irgendwann mal rausziehen, wenn ich sie wirklich brauche. Dann liegen die hier einfach hier unten an der Seite und dann ist gut. Wie gesagt, die ganze Ecke habe ich ja nun mittlerweile auch schon frei von dem ganzen Holz und ich würde jetzt sagen,
wir schneiden die Dinger jetzt hier einmal komplett durch, beide Platten. Und da ich aber keine Lust, da ich keine Lust habe, das mit einer Flex zu machen, nehmen wir einfach eine andere Alternative. Viel Spaß beim Zugucken. Wie ihr sehen könnt, die beiden Platten sind nun zerschnitten. Die eine habe ich euch ja gezeigt, habe ich mit dem Brenner gemacht. Und die zweite Platte habe ich dann doch mit der Flex gemacht, einfach aufgrund dessen, dass hier drinnen einfach keine Luft mehr war. Ja, das war so ekelhaft, also die Luft war hier so ekelhaft drin. Da habe ich gesagt, okay, ich mache es doch lieber mit der Flex. Aber immerhin, eine Platte habe ich mit dem Brenner gemacht. Das ging natürlich viel, viel, viel schneller, ja, als das hier, als die ganze Geschichte mit der Flex. Mal abgesehen davon, ich glaube, es sind 8 oder 9 Scheiben draufgegangen bei der Platte. Ja, einmal in der Mitte durchschneiden. Aber gut, ist mir egal. Die Dinger stehen jetzt hier in der Ecke und hier stören sie mich wirklich überhaupt nicht mehr. Ich muss sie auch nicht mehr anfassen. Wie gesagt, dafür sind sie einfach zu schwer, um die hier ständig hin und her zu schieben. Ja, so stören sie mich nicht mehr und ich kann jetzt hier die ganze Ecke weitermachen. Was hier die Ecke oder was in dieser Ecke passiert, weiß ich eh noch nicht so genau. Und deswegen stört mich das einfach im Moment überhaupt nicht. Ja, hier schneiden wir jetzt die Ablage oben nochmal zu, beziehungsweise hier bauen wir sie jetzt zusammen. Ich habe da ja immer diese Platte und einfach noch zur Verstärkung den Halter sozusagen. Den habe ich jetzt, wie gesagt, komplett zusammengebaut. Und dann geht es damit ab an die Wand. Das werdet ihr auch jetzt gleich sehen. Da ist es. Und hier habe ich eben angefangen, wie gesagt, die Platte dann einfach oben zu befestigen. Was ich noch als kleinen Tipp euch geben kann, diese Teleskopstange, die da rechts steht, die da, ja, da drunter steht, um das eben, damit es nicht runterfällt. Die Dinger sind sowas von genial, wenn man gerade alleine in der Werkstatt ist, einfach noch so eine dritte Hand zu haben, ist wirklich genial, muss ich sagen. Die Ecke ist soweit auch fertig. Ich habe euch ja hier gerade ein paar Ausschnitte gezeigt, wie ich diesen Kasten jetzt hier drumherum gebaut habe. Und hat jemand Angst vor Spinnen von euch? Ich zeige euch mal kurz was. Ja Leute, ich würde mal sagen, ich habe ein neues Werkstatthaustier. Es ist sogar gerade runtergefallen. Das ist ja gerade, passt perfekt gerade. Ich hoffe, der ein oder andere hat jetzt keine Angst oder ekelt sich. Es ist leider ein bisschen dunkel jetzt gerade, aber gut. Ich hoffe, keiner ekelt sich von euch und schaltet jetzt ab. Es geht gleich ohne Werkstatthaustier weiter. Mein neues Werkstatthaustier habt ihr ja nun kennengelernt, aber kommen wir mal zurück zum eigentlichen Thema. Und zwar die Verkleidung hier sozusagen für die Absaugung bzw. eben auch für die Kabel oder Stromkabel, die da langlaufen. Ich hatte euch ja mal gefragt, wie was die kleine Absaugung da oben sein wird mit der Steckdose. Ja, das löse ich jetzt mal auf. Ich glaube, es hat keiner gewusst. Das ist die Vorbereitung schon für den Mirka-Schleifer. Ja, und zwar habe ich hier oben eine Steckdose hingesetzt und eben auch schon eine Absaugung. Da kommt jetzt die Tage noch ein Blasgate dazwischen, damit ich das eben auch steuern kann. Das kommt dann hier unten hin und damit kann ich dann eben den Mirka-Schleifer eben, je nachdem, ob ich den gerade brauche oder nicht brauche, weil ich möchte die Absaugung oder die Anlage ja hier auch nochmal trennen für die GTS, ja, und in die andere Richtung auch nochmal. Ich habe, wie gesagt, 4 Stück gebaut schon, die sind schon fertig soweit. Ich verlinke euch das Projekt auch mal, das habe ich auch schon mal ein Projekt zu gemacht, zu den Druckluft-Blasgates. Verlinke ich euch hier oben mal.
Und wie gesagt, und das ist soweit jetzt erstmal alles fertig, beziehungsweise alles vorbereitet für den Mirka-Schleifer. Jetzt fehlt natürlich auf alle Fälle noch der Arm. Ja. Wie gesagt, Firma Mirka hat mir auch noch den Absaugschlauch zur Verfügung gestellt. Nochmal einen extra langen, damit ich eben auch wirklich genug Luft habe, damit ich das eben auch wirklich gut betreiben kann und dass ich auch wirklich mal ein Stückchen weiter weg zur Not noch absaugen kann. Ja, gut. Eine Sache hier noch kurz, beziehungsweise zwei Sachen. Ihr seht hier schon diese zugeschnittenen USB-Platten. Die werden hier oben als Blende rankommen, einmal bis hinten durch. Das habe ich leider jetzt nicht geschafft, das werde ich aber auf alle Fälle noch nachholen. Das kommt dann irgendwann mal im nächsten Werkstattblock. Genauso wie diese French-Cleat-Geschichte. Ich wollte ja eigentlich die French-Cleat-Wand bis hier hinten noch durchmachen. Das Problem ist einfach, ich habe keine 16mm MDF-Platte mehr. Und ich wollte es hier nicht stückeln. Also ich habe alles nur so eine kurzen Enden. Das heißt, ich müsste hier irgendwie immer alles so zusammenstückeln. Und das will ich nicht. Ja? Deswegen warte ich lieber, bis ich irgendwann nochmal sowieso eine große Platte kaufen muss oder mehrere großen Platten. Dann lasse ich die nämlich zusammenkommen und muss nicht jetzt extra eine einzelne bestellen. Dann warte ich lieber. Wie gesagt, die Ecke ist ja auch im Moment noch nur Vorbereitung, ja, also das ist ja alles noch nicht fertig. Hier kommt ja, wie gesagt, dann auch immer noch Werkbänke hin. Hier kommt noch eine große neue Werkbank hin. Wenn das hier wegkommt, wie gesagt, ich habe das jetzt hier erstmal nur provisorisch abgeschnitten, habe ich euch ja eben noch gesagt. Also, wie gesagt, das ist alles eben nur Vorbereitung im Moment. Aber wie gesagt, es ist einfach eine ganz große Erleichterung, dass hier einfach die Ecke jetzt frei ist und man hier sogar auch einwandfrei durchgehen kann. Deswegen habe ich das ja relativ am Anfang schon gemacht, bevor ich das hier gebaut habe und so, damit ich hier wirklich durchlaufen kann. Ja, das soll jetzt soweit auch gewesen sein. Ich wünsche euch auf alle Fälle ein ganz schönes Weihnachtsfest. Wir sehen uns natürlich auf alle Fälle am nächsten Samstag nochmal. Ob wir uns am Mittwoch sehen, das weiß ich noch nicht, aber auf alle Fälle am nächsten Samstag. Ich wünsche euch, wie gesagt, schöne Weihnachten. Wir sehen uns auf alle Fälle nächsten Samstag. Bis dahin. Ciao.